Das wird 2026 neu. Anspruch auf eine Betriebsrente auch bei Zahlung einer gesetzlichen Altersteilrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, aktuell plant ja die Bundesregierung viele Änderungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Diese Änderungen sind in dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung für ein zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz niedergeschrieben. Da wird dann noch verhandelt im Bundestag, da muss dann auch noch entschieden werden. Und es gibt ganz, ganz viele Änderungen dort in dem Bereich, aber nicht nur im Betriebsrentenbereich, sondern dann auch noch in angrenzenden Bereichen. Auch im gesetzlichen Rentenrecht gibt es Änderungen. Es gibt auch Änderungen im Bereich der Schwerbehinderung für einen neuen europäischen Schwerbehindertenausweis. Aber das nur am Rande. Ich komme jetzt wieder auf das Thema zurück. Und es wird Änderungen geben, die den Anspruch auf eine Betriebsrente wegen Bezugs einer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung vorsehen. Wir haben aktuell eine gesetzliche Regelung im Paragraph 6 Betriebsrentengesetz, der sagt sinngemäß, Anspruch auf eine Betriebsrente habe ich nur dann, wenn ich eine volle Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehe und diese auch der Betriebsrentenstelle nachweise. Und wird die gesetzliche Rente, diese Altersrente, nur als Teilrente geleistet, so kann das oftmals dazu führen, dass entweder die Betriebsrente gar nicht geleistet wird oder aber die Zahlung, die laufende Zahlung dann eingestellt wird. Und zukünftig hängt der Anspruch auf die Betriebsrente dann eben nicht mehr von dem Bezug der Altersvollrente ab, sondern es reicht aus, dass wir zu Beginn des Anspruchs auf die Betriebsrente eine Altersteilrente nachweisen können. Sie kennen das ja, Sie kennen wahrscheinlich das Problem. Das haben zum Beispiel viele VBL-Rentnerinnen und Rentner, die in eine vorgezogene Altersrente gehen und weiter arbeiten wollen. Ja, die haben dann das Problem, dass sie den Krankengeldanspruch mit einer 99,99% Teilrente absichern wollen, also Altersteilrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung absichern wollen. Und genau diese 99,99% Altersteilrente sorgt dann oftmals für Unverständnis, denn die VBL, das ist also praktisch die Betriebsrentenstelle für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die sagt dann in einer entsprechenden Regelung im Paragraph 33 der neuesten VBL-Satzung, nö, du hast keinen Anspruch auf diese Betriebsrente, denn bei uns gibt es die Betriebsrente nur, wenn du am Anfang eine Altersrente als Vollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehst. Das hat also dann die Folge, dass diese Menschen keinen Anspruch auf diese Betriebsrente haben. Sie müssen dann einen Umweg gehen. Sie müssen dann sozusagen aus der Teilrente wieder in eine Vollrente umswitchen sozusagen, um dann den Anspruch auf die Betriebsrente zu erwerben. Und danach müssen sie, um den Krankengeldanspruch weiter fortleben zu lassen, dann wieder in eine entsprechende 99,99% Teilrente als Altersrente wieder umswitchen oder neu beantragen. Und das kann dann natürlich zu fatalen Problemen führen, wenn in der Zwischenzeit der Arbeitnehmer schon oder leider arbeitsunfähig geworden ist und dann erst danach wieder den Teilrentenantrag stellt, dann wird es mit dem Krankengeldanspruch dann auch wieder oder dann auch leider Ärger geben. Ja, und der Gesetzgeber hat hier praktisch im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als die Rechtslage an die bestehenden Regelungen der Flexibilisierung der Altersrente ab 2023 angepasst. Sie wissen das ja, ab 2023 gibt es bei Altersrenten als Vollrenten oder als Teilrenten keine Anrechnung mehr von Hinzuverdienst. Und genau diese Regelungen sollen jetzt praktisch dazu oder werden jetzt dazu führen, dass der Gesetzgeber diesen Paragraphen 6 Betriebsrentengesetz abändern wird und er wird dort praktisch das Wort Vollrente streichen und wird auch noch weitere Paragraphen dort oder weitere Sätze, die in den Paragraphen drin sind, dann auch streichen. Also die ganze Geschichte ist aus meiner Sicht positiv zu bewerten, denn ab 2026 wird diese Regelung dann gelten und ab diesem Zeitpunkt haben alle Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner Anspruch auch auf eine Betriebsrente.
Erwerbsrente, wenn Sie eine Altersrente als Teilrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich finde, hoch brandaktuell, und deshalb war es mir schon wichtig, dass Sie das auch wissen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.